Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen Folge hier in Lies of Pi mit meiner wundervollen, liebgewonnenen Kleve aus Wulong Fallen Dynasty. Nettes Crossover und eine coole Waffe. Wir stehen hier am Ende des Sumpfes vor dem grünen Sumpfmonster. Bevor wir uns mit dem anlegen, gibt es auch noch ein paar Sachen zu tun, nämlich zum einen mit dem NPC da hinten reden. Und dann muss ich noch im Hotel vorbei drei Quarz einsetzen in mein P-Organ. Hey, are you a treasure hunter? I know how this looks. You wouldn't happen to know a treasure hunter? I plan my expeditions to follow Alidoros. All I can do is keep plugging away. Life is short and life in... All I can do is keep plugging away. Reden, Alidoro. And unlike a professional... That's... I know the... Die neuesten Gerüchte. Alidoro. Those alchemy... I mean, come... Gesucht Alidoro, das muss ich dann mal zu ihm bringen. Und dann haben wir hier noch den entdeckte Schatz. So. Dann haben wir das. Genau. Alles klar, dann ab zu Alidoro. Der ist bei dem anderen Stargazer am Anfang des Sumpfes. Das wird jetzt ein bisschen hin und her gerenne. So, Stargazer. Genau, da müssen wir dann die Ding abgeben. Aber das ist jetzt noch nicht wichtig. Wir müssen erst beim Eingang. Und zwar gleich hier. You're a worthy hunter. Reden, Fahndungsplakat. What's this? Oh dear. One time. What is this worth? You're a worthy hunter. Und das war's schon, ne? Ja. Gut. Okay, dann ab ins Hotel. Das können wir von hier aus machen. Reichlich viele Sachen abgeben und diese Schnitzeljagd, das passiert ja dann überhaupt auch erst später, wenn das Tor dann auf ist, ne? Irgendwann gibt's doch dieses Ereignis, dass dann das Tor plötzlich auf ist. Oder war das... Nee, das ist jetzt hier eine andere Schnitzeljagd und das für das Tor jetzt dahinter finde ich später im Spiel. Die Kiste ist für dich oder für... No matter what, for serving welcome. Nee, das war für Ding. Ihn hier. At the house of a... Master of a patron. So, danke schön für den Ergo-Brocken. Und haben wir jetzt irgendwas, was spannend wäre... Den habe ich noch nicht, den Schraubenzieher, den muss ich noch kaufen. Da brauche ich noch ein kleines bisschen Geld, aber das ist kein Thema. Ich habe ja gerade einen Brocken bekommen von dir. 3000 haben wir gesagt. So, dann holen wir uns den Schraubenzieher. Plonk. Das waren immer noch nicht alle Waffen. Das Achievement fehlt mir immer noch. Gut, dann die. Das kryptische Gefäß. Now, just leave this to me. Dann. Ah, ja. Das in dem. Mhm. Das können wir gleich als erstes machen, eigentlich. Wenn ich es wieder finde. Oh Gott, dieses Dorf. Das ist immer ein Stargazer, wo ich jetzt echt am Überlegen bin, wo das war. Mal. Doch hier. Pfad des Pilgers, oder? Malum Distrikt rückwärts? Kann sein. Ist, glaube ich, kürzer so rum, oder? Bevor ich jetzt nochmal durch den Wald laufe. Drehen wir da um und laufen zurück. Ich glaube, das ist besser. Wobei, ich habe die Abkürzung freigeschaltet in dem Ding mit dem Aufzug. Ja, nee, dann laufen wir da mal kurz hin. Nicht hinlaufen, sondern teleportieren uns hin. Pfad des Pilgers. Genau diese Tür da, die da abgebildet ist auf dem Screenshot, die ist ja offen. Und dann kann ich sofort runter in das Dorf. Ja. Eben. Ah, die Lampe können wir auch noch einschalten. Fällt mir immer erst ein, wenn ich irgendwo in einem dunklen Raum stehe.
Ja, verfolgt mich mal alle. Dann können wir euch hier in Ruhe einer nach dem anderen erwischen. Wer will? Niemand? Okay. How did you find this place? Those guys, I don't know what's inside. So. Das ist nur gemein, weil diese Tür hier, die ist echt nicht so sichtbar. Gut getarnt. Und dann ist doch hier irgendwie der Boden bricht ein, ne? Ja. Aber der muss einbrechen, weil wir wollen dahin. Ja. Man muss diese Waffe einfach lieben. So, hier noch ein Sternfragment. Und dann hier die Abkürzung zurück. Plonk. So, hast du jetzt nochmal was zu sagen? Oder ach, er ist schon weg? Okay, cool. Alles klar, dann wieder zurück ins Hotel. Die drei Quarz einbauen. Ich bin immer noch am Hin und Her überlegen, ob ich dann die folgenden Quarz, die ich so finde, vielleicht aufbewahre für den New Game Plus 2, weil es ja da einen siebten Knoten gibt. Der bestimmt vielleicht eine weitere Pulszelle enthält. Und wahrscheinlich vermutlich ziemlich coole Perks. Aber irgendwie, ja, ich möchte jetzt auch noch das Zurückholen meiner, oh hi, Kätzchen, von Blockenergie möchte ich noch maximieren. Da geht noch. Du stehst, hast du was zu erzählen? Oh my, this is a change. Did the king of puppets, I'm glad. Be wary. Ah, I can't remember, like, forgive, I know you. You don't remember. Ask me about it. So, das war's. Okay. Vielleicht muss ich jetzt dann nochmal mit der Hoteldame sprechen. Gut. So, wo haben wir denn jetzt noch etwas nicht final ausgebaut? Nee, tatsächlich. Oh, doch, hier. Genau, die Blockregeneration 2. Gucken wir mal bei Blau. Oh, hier haben wir da auch nochmal. Wächterschaden im entladenen. Nein. Perfekter Blockregenerationswiederherstellung. Ein Teil der Blockregeneration wird als LP wiederhergestellt, wenn ein perfekter Block. Oh. Klingt sexy. Grün. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Verringert Hiebwaffen. Ausdauerverbrauch. Fabelladen bei wieder bis schneller Wunschsteineinsatz. Waffenhaltbarkeitsverlust. Ausdauerverbrauch für Ladungsangriff verringern. Und dann noch gelb. Wofür Wegbesitzlimit erhöhen? Also ich glaube, das mache ich jetzt dann langsam mal wirklich. Ergo-Verlust nach Tod verringern. Na, das ist jetzt echt nicht mehr wichtig. Wenn die Level-Ups nicht mehr teurer werden, dann Gegenstandspreis ist auch eher nur so. Legionsmagazin-Effekt. Wertet den Ladeeffekt von Legionsmagazin auf. Nee. Verwende ich ja nicht. Erhöht die Effektdauer von Verbrauchsgütern mit verlängerten Effekten. Hm. Gut. Dann ist es voll. Ich glaube, dann spare ich jetzt ab sofort wirklich, weil die nächsten Knoten, die finde ich alle maximal uninteressant für mein Bild. Jetzt mal gucken, was Antonia, ob sie noch was zu sagen hat. Falsche Richtung. Antonia ist hier. Weil das Gesichts-Icon ist immer noch da. People have no thanks for keeping. Okay. Dann zurück in den Sumpf, reden wir mit dem Typen nochmal.
Und dann möchte ich mal schauen, ob ich vielleicht genug Belastungen gelevelt habe, um meinen Stahlschneider für Phase 1 und meine Tonitrous für Phase 2 parallel tragen kann. Das wäre nicht schlecht, wenn es möglich wäre. Aber ansonsten auch nicht schlimm. Im Zweifel kann ich hoffentlich ganz schnell wechseln. Life is short. All I can do is... That's when I was hurt. There's... God. In times like these... I... Anyhow, take this in return. Danke sehr. Life is... All I can do is... Gut. Okay, ja, dann checken wir das doch mal. Auf jeden Fall jetzt hier den... Jetzt muss ich einfach nochmal kurz gucken, wo die... Der ist hier. Und mein Tonitrous ist relativ weit oben. Mal gucken, vielleicht klappt's ja. Ich bin auf 56%. Geil. Ich kann sie beide parallel? Yes. Na dann. Cool. Okay, dann Sumpfmonster. New Game Plus 1. Man darf gespannt sein. Ekelhaftes Vieh. Seinen goldenen Hängeklöten. So, ich habe gelernt. Stehen bleiben hier. Boah, so verzögert. Boah. Au. Kam der noch mal her? Timings von den Schlägen ist auch. Okay, das ich hab das Viech komplett verlernt tatsächlich. Ja, das ist ein Wahnsinn. Wieder von vorne lernen. Ich will aber vor allen Dingen meine beiden Schleifsteine jetzt nicht für die erste Phase verwenden, weil ich weiß, in der zweiten werde ich die eher brauchen. Alter, echt ganz merkwürdige Timings. Daran erinnere ich mich noch, das ist echt...
Ich will das gerne hinkriegen, weil das ist eigentlich relativ leicht zu parieren, wie es aussieht. Ich glaube vielleicht sogar, dass ich das letzte Mal immer diesen Schlägen ausgewichen bin zur Seite, um dann in den Rücken zu fallen und draufzuschlagen, statt irgendwie das zu riskieren, Haltungsschaden aufzubauen. Das mache ich, glaube ich, mal. Weil ich habe es ja bisher jetzt echt nur zu einem Bruchteil geschafft, diese blöden Aufstehschläge irgendwie zu parieren. Und das Vieh macht halt echt übel Schaden. Das ist echt krass. Nein, das Wegrennen funktioniert nicht. Puh, Reichweite. Himmel! Lauf halt noch einen halben Kilometer, bevor du runterprallst. Die Arena ist nicht groß genug für so eine Attacke. Also der Plan lief auch jetzt nicht gerade sonderlich gut. Aber ich war auch zu weit weg, um sie stark zu umkreisen. Um zu verfolgen, ob das Tracking so weit ausgebremst ist, dass man wirklich um sie herumkommt bei dem Aufstehen. Hi. Hey, das ist relativ einfach und ich krieg's nicht hin. Reisen? Nee. Tritt es an. Halbe Arena. Die macht mir gerade echt Ärger, ey. Wow. Außerdem ist es relativ laut auf meinem Ohr. Nicht, dass ich euch noch so anbrülle.
Ja, ich habe gefühlt, muss ich echt wieder fast bei Null anfangen bei dem Vieh. Ist ganz schön heftig. Aber ich meine, das Sumpfmonster ist ja auch berüchtigt unter den Lies of P-Spielern, dass es eine ganz schöne Hausnummer ist. Das waren jetzt gute Treffer. So, jetzt nochmal. Wow! Diese nach vorne prall und rumschweig, das ist so dieses Panic Roll, du weichst nach hinten aus, aber sie erwischt, die ist so reichweitenstark, das ist so frustrierend, dass du dann da im Grunde eigentlich nur durch Blocks-Parries gut wegkommst. Ich hasse diese Kombination, die ist wirklich übel. Und das war jetzt eigentlich eine gute Runde. Also ich habe in den richtigen Momenten schön Schaden austeilen können, habe sie in Brand stecken können. Nur dieser Bodenbuddler, den habe ich früher besser gekonnt. Haben wir es mal hingekommen, ja. Ja, Mist, ey. Jetzt gibt's mir aber Übungsmaterial, ey. Oh Gott, viel zu früh. Kombo, von der ich gesprochen habe. Schon wieder viel zu viele Flaschen verbraucht. Wahnsinn. Vierer-Kombo, die man auch mal... Der Witz ist, hier im New Game Plus macht sie auch noch so viel Schaden im Block. Ich kann mich also nicht auch einfach hinstellen und mal kurz einfach das Schwert hochnehmen, um zu blocken. Das hat mich jetzt gerade einfach zerstört. Hier musste dann im Grunde echt, weil ich kann das kaum zurückholen, obwohl ich das jetzt gerade so ein bisschen in meinem P-Organ forciert habe. Aber... zurückweichen.
viel früher, ja. Wenn man diese Combo, die Dreier, die Vierer-Combo nicht packt zu parieren, dann ist es tot. Und das muss ich unbedingt reinkriegen, weil sonst ist das einfach, ja, da mischt sie mich weg und dann ist Schluss. Dreier-Kombo, Vierer. Das war jetzt aber auch blöd, ich bin ja da nicht aus der Ecke raus. Und da hat sie mich dann festgesetzt. Es ist vielleicht auch diese Aufsteh-Attacke, die ich ja ständig schon zu parieren versuche. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher, wenn ich etwas weiter von ihr weg bin. Ich möchte halt nur dann einfach immer die ein paar Millisekunden besitzen, danach im Grunde ihr dann eine mitzugeben und nicht erst hinten laufen zu müssen. Ich war wirklich am Band, an der Wand. Was machen wir? Oh. Jawohl. Weiter weg. Ja, es war nur ein Block. Oh. Diese Vierer-Kombo, wirklich. Ich habe jetzt einen Schlag. Konnte ich parieren. Ich heil mal. Sicherheitshalber. Mach irgendwas, was ich interpretieren kann. Komm. Jawohl. Wieder weg. Auch okay. Das ist echt ein Überschlag. Gut, okay. Das lief echt gut, weil ich jetzt auch langsam mal so ein bisschen weiß oder gelernt habe, wann ich mich eher zurückziehen soll, wann ich eher draufschlagen soll. Etwas weniger aggressiv, weil manchmal muss man sie machen lassen. Das Proaktive ist bei ihr so ein bisschen eine knifflige Angelegenheit. Und es ist auch ein bisschen RNGesus dabei, welche Attacken sie
ausführt. Okay, dann jetzt zum Zenitrus. Ach, da kommt noch einer hinten dran. Ach, ist das gemein. Das stimmt. Und dann beginnt immer so dieses, oh Gott, jetzt muss ich mich nochmal durch das Sumpfmonster kämpfen, um die zweite Phase, die so schnell mit einem aufräumt. Das ist echt, das ist das Gemeine an diesem Boss. Das sind zwei extrem harte Phasen. Weil so Puppet Master und Romeo, ne, da ist die erste Phase, ist ja eigentlich schon heftig, aber kein Vergleich. Und hier hat man halt zwei Dinger hintereinander, die absolute Brocken sind. Dieses Ranziehen, das habe ich jetzt so wirklich auch noch nie erlebt. Oh, das war viel zu früh geblockt. Oh Mann, schade. Das ist eigentlich ein dankbarer Angriff. Vierattacke, ja. Wenn man weit genug weg ist, geht's eigentlich. Irgendwie an so einem Schrott fest. Okay. Ich wollte jetzt mal in eine andere Richtung, damit ich näher an ihr dran bin. Ausweichen. Oh. Ja, zweimal! Okay, cool. Kann man machen. Ist halt scheiße. Ja, es sind wieder viel zu viele Flaschen für das, dass sie gerade mal zur Hälfte runter ist. Doch, das geht. Dann ist man nämlich seitlich. Ja, so nah dran, dann. Ja! Ich wollte es probieren. Ich war eigentlich weit genug weg, um entkommen zu können, aber ich wollte es einfach mal probieren. Das ist echt nur... Theorie und Praxis klaffen sehr weit auseinander.
hat's dir aber auch gerade echt leicht. Nur noch 7 Flaschen. Hier kam komplettes Unvermögen, die Stampede abzublocken, auf ein blödes RNG, das sie ein paar Mal jetzt diese blöde Vierer-Kombo gemacht hat. Die sie Gott sei Dank immer einläutet mit dem Brüllen. Man hört also schon, dass das Elend und Fiasko kommen. Und weiß schon, fuck. Das wird jetzt nichts. Das meine ich. Das meine ich. Wenn Viking weg ist, kann man sich reisen und ihr dann schön eine mitgeben. Ja, wenn man so nah dran ist, wie gesagt, ist es schwer einzuschätzen, wie das Timing läuft. Das Kopfschütteln ist dann auch immer das Zeichen, dass sie nach hinten ausweicht und mit den Tentakeln schießt. Schütteln, ja, nach hinten ausweichen. Am besten I-Frames nutzen. Voll. Das ist jetzt eine ganz okay Runde. 8 Flaschen. Sprung. Jetzt war ich wirklich weit weg. Und trotzdem. Oh. Ich war noch auf meinem Schleifpapier, warum auch immer. Ah. Jetzt gebe ich es wieder komplett aus der Hand, ey. Fünf Flaschen. Ich war bei 8. Irre, irre.
Wow, ey. Grundgütiger war das jetzt schlecht von mir. Da war irgendwie so das Gefühl, ich will es jetzt zu Ende bringen. Und dann habe ich jede Menge miese Entscheidungen aneinandergereiht. Wow. Krass, krass. Da hat sie nicht die Schlacht gedreht, das war ich selber. Ja. Nein, nicht zurückweichen. Ja, fast. Fast entkommen. Eins, zwei, drei, vier. Safety hier. Viel zu früh. Wow. Das war nur ein Block. Das war Parry. Echt, dieser rote Schlag. Oh Gott, da ist... Ah, hier ist kein Platz. Yes! Oh Gott. Gerade noch beim Zurückweichen, ey. Soll ich es gar nicht mehr probieren, den roten zu parieren, aber ich war zu weit, zu nah dran, um ihm zu entkommen. Jawohl. Oh. Probieren, danke. Nur so mittelspannend. Grab Attack. Uff.
diese Stampede, wo er mehrfach durch den Raum rennt, die ist so merkwürdig. Ja, ich weiß noch, dass ich da immer weggerannt bin, aber das war jetzt einfach zu nah dran und zu spät reagiert. Und ich muss auch da ein bisschen passiver werden. Ich habe jetzt halt durch den Schleifstein wollte ich halt ein bisschen in die Offensive gehen und den ganzen Haltungsschaden mitnehmen. Diese zwei, wie sonst die aufeinander zurennen. Bam. Machst du das, ne? Das war jetzt bad RNG. Das ist fast nur diese Vierer-Kombo macht. Blah. Ja, das Sumpfmonster. Wir lieben es. Das hat weh getan, ne? Das war ein guter Einsatz meiner Fabelkünste. Lass mal ausprobieren. Ich habe ihn in meine Taktik mit einbezogen. Warum eigentlich? Du musst ja nur eine Flasche verbrauchen. Shit! Hohoho! Ich habe die falsche Waffe. Na. Jo, cool. Oh nein, das wollte ich gleich machen. Hi! Hi! Ach, diese Grab Attack. Die sieht man aber echt nicht gut kommen, ey. Der ist so tanky.
ist echt krass. Diese Stampede, die ist ganz komisch. Ich komme mit der irgendwie überhaupt nicht klar. Und jetzt nehmen wir Hilfe mit dazu. Dieses Vieh fängt ein bisschen an, mich zu nerven. Es ist wirklich. Okay, dann. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe doch auch genau den. 99. Da sehe ich es jetzt für mich persönlich auch als absolut legitim an, hier Hilfe zu holen. Ja, cool, jetzt bin ich an dem Punkt vorbei. Komm! Da brauche ich eigentlich das. Ich kann mich zu sehr aus der Ruhe bringen lassen, tatsächlich. Und vor allen Dingen, dadurch, dass er jetzt ja mit dabei ist, muss ich meine Taktik komplett umbauen. Ich habe gerade noch irgendwie so ein bisschen die Solo-Taktik verwendet. Ich habe auch ihn. Sephiroth, wie ich ihn liebevoll nenne, weil er halt einfach so aussieht, nicht gut durch die erste Phase gebracht. Der hat ganz schön viel Schaden genommen. Ich habe zwar, glaube ich, den Würfel mit seinem Leben, ne? Dass ich ihn regenerieren kann. Ich meine, der heißt eh nur Gespenst, dann darf ich ihn noch Sephiroth nennen. Jawohl. Schön Aggro auf mir. Ich treffe nicht. Ich habe keine Ausdauer. Das war maximal schlechter Einsatz der Farbekünste. Oh shit. Gar nicht gut. Ah, das ist die Grab Attack. Au! Ah! Flaschen verballert, ey. Aber er ist nur zur Hälfte dabei, insofern.
So. Make it count. Ah, jetzt habe ich schon wieder die falsche Waffe. Komplett wieder aus dem Takt. Ah, Mann. Oh, der hat ihn zerlegt. Ja, ich habe nicht auf ihn geachtet. Der hat ihn gerade echt komplett zerlegt, ey. Sweet Spot nicht gefunden, ey. Was hat er denn da gemacht, ey? Wow! Das war mein Swipe, der Schaden verursacht hat. Mist, ey! Das lief ganz, gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Aber Aua macht der Aua. Also selbst hier mit Hilfe, ne, ist der, das, da merkt man, dass dieser Boss echt krass ist, weil sonst, wenn man Gespenst zur Hilfe ruft, sind die fast alle Bosse, oder zumindest sehr viele, dann einfach extrem leicht zu machen und deswegen auch super für Einsteiger, die einfach komplette Struggles haben. Grandios, aber hier... Ja, ich hab, ist auf ihn, ne? Ja. Ja. Moment. So. Jetzt aber. Erst Waffe wechseln. Dann. Ja, jetzt hat aus Versehen eine Flasche genommen.
Meine Güte. Der hätte ihn jetzt beinahe wieder mit dieser Mega-Attacke. Puppenschnur. Ei! Diese Ohrfeige. Meine Güte. I knew you'd do it. Finally, the last hero weapon is in my hands. Stufenaufstieg. Wir wollten Technik nachziehen, ne? Für meine Klebe. Die ich jetzt sofort wieder in die Hand nehme. statt dem hier. So, da unten. Plus 5. Das ist immer noch Fast Roll. Jawohl. Gut. Ja. Ich mach noch kurz ein paar Krat-Container. Ergo-Container für... So, Stufenaufstieg. Herrlich, herrlich. Ja, dann sprechen wir doch gleich mal mit dir im Hotel. Ja, ich, wie gesagt, ich bin da... Das macht mich nicht mürbe oder trübe, dass ich das jetzt quasi nur mit Hilfe geschafft habe. Der Boss ist echt, der nagt am Nervenkostüm. Mit wem können wir denn jetzt eigentlich alles reden? Moment, Adidoro. Wen haben wir noch? Venini. No, can it be? Now, the golden egg. You see, the... just after all. I always welcome. So, dann Alidoro. I found the love. You'll always remind me. Let the punishment fit the... A great weapon called... Die habe ich nicht. Schönes Schwert. Super Schwert. So. Das Katana ist echt grandios. I heard what happened at the exhibition. I'll tell you one thing. Beneath us. Until the everything changed. The passageway. And the underground. If we find them. I heard them. And the collapse. People have thanks for keep. Gut. Jawohl. dann reden wir mit dir. No matter what they're serving her is my duty. Welcome to hotel. Okay. Hast du jetzt eigentlich, wenn Alidoro hier ist, was zu sagen? I know my way around. Nö. Nö, okay. Du auch nicht? Ich hab dir aber auch nichts zu geben, oder? Nee. Und bei Sophia? Whatever choice you make. Nein. Einfach nur mal kurz alle abklären. Du sitzt da, also gibt's auch nichts Neues. Nein, ja, ich erinnere mich. Alles gut. Wunderbar.
Dann haben wir Sumpfmonster Gott sei Dank hinter uns gebracht und können in der nächsten Folge dann weitermachen hinter dem Sumpf, wo ich gerade überlegt bin, was da als nächstes kommt. Ich lasse mich überraschen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen von euch freuen. Und nicht vergessen, wenn ihr den Kanal abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Bis zum nächsten Mal hier in Lies of P New Game Plus. Bye, bye. Und macht's gut.